Herzlich willkommen zurück, Bildungselite, zu einer neuen Folge im Bildungselite-Podcast. Und ich habe euch einen Nachwuchsathleten der Extraklasse herangeholt. Herzlich willkommen, Dennis Friedrich. Hallo, Dennis. Hi, hi. Vielen Dank für deine Einladung, mein Lieber. Dafür nicht. Erstmal und wichtigste Frage, Dennis, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. 5 Wochen nach dem Wettkampf. Ja. Ich bin langsam erholt, kann man sagen. So, es geht langsam in der Erholungsphase. Und ja, trainiere momentan 4-mal die Woche. Also alles ein bisschen entspannter. Läuft alles, sagst du. Ja, genau. Sehr schön. Über deine jetzige Saison und auch deine Recovery-Phase möchte ich später nachher noch mit dir drüber reden. Als allererstes würde ich dich allerdings bitten, für den oder diejenigen, die dich jetzt nicht kennen sollten, dich einmal kurz vorzustellen. Wer bist du überhaupt? Wer ist Dennis Friedrich? Und warum sollte man dich kennen? Ja, mein Name, hast du schon erwähnt, bin 27 Jahre alt und betreibe seit, glaube, mittlerweile 7 Jahren Bodybuilding. Mein letzter Wettkampf, die William Bonner Classic im Dezember, war mein 16. Wettkampf. Und ja, also schon etwas Erfahrung darin. Ja, ich komme aus Hamburg und lebe hier mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinem Kind. Und ja, so viel dazu. Magst du uns mal auf deinen Werdegang im Bodybuilding ein wenig mitnehmen? Wie bist du damals zu dem Sport überhaupt gekommen? Und hast du in deinen 16 Wettkämpfen denn schon irgendwelche Erfolge einstreichen können? Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber da sind ja schon ein, zwei Titel dabei gewesen, ne? Korrekt, genau. Ja, ich begann so wie jeder, glaube ich, einfach um ein bisschen zu pumpen, gut auszusehen, im Schwimmbad für die Mädels damals. Ja, jeden Tag Brust, Bizeps, so auf den. Ja, aber irgendwann kam es dazu, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich im Kopf anders ticke. Ich bin Samstagabend in ein Gym gegangen, wo alle anderen feiern gegangen sind. Und was ihr wissen müsst, das ist so ähnlich wie mit Roman Fritz. Ich vergleiche mich nicht mit ihm, aber ich startete genauso wie er mit knapp 55 Kilo, 58 Kilo Körpergewicht, so um den Dreh. Ja. Du bist aber ein großer Athlet, oder? Wie groß bist du? 1,76 so. Okay. Und dann nur 58 Kilo ist echt wenig, krass. Ja, das war echt, also die S, die Größe S, T-Shirt-Größe, da konnte ich mich drin verstecken quasi. Das waren verrückte Zeiten auf jeden Fall. Und dann hast du Blut geleckt, weil du Erfolge gesehen hast, oder wie kam es? Genau so war das. Ich habe dann Erfolge gesehen und habe die ersten Komplimente bekommen über Freunde, Bekannte. Und man wurde langsam angeguckt, so, ne, was ich vorher nicht kannte. Vorher haben mich eigentlich alle übersehen. Auf dem Schulhof gehänselt so. Ja. Und ja, dann konnte ich, wie du schon gerade sagtest, die ersten Erfolge sehen. Ja, das Gewicht ist auch langsam gestiegen, mein Körpergewicht, das Trainingsgewicht. Und dann war ich an dem Punkt, musste mich entscheiden, spiele ich weiter im Fußball und habe die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Oder ich konzentriere mich voll auf meine Ausbildung und halt auf den Sport, weil er mir einfach Spaß gemacht hat. Ich war flexibel, ich konnte trainieren, wann ich wollte, so oft, wie ich wollte. Beim Fußball war das halt immer so, kennt man ja jeder, 17 Uhr Donnerstag Training. So, und das war dann halt ein bisschen professioneller, so dass man 4-5 Mal die Woche trainiert hat. Aber dann hatte ich leider keine Zeit mehr dafür, für meine Ausbildung und für den Fußball. Und muss ich einfach ehrlich sein, der Sport Fitnessstudio hat mir einfach mehr Spaß gemacht in dem Moment. Und daraufhin habe ich mich entschlossen, Konzentration auf Ausbildung und auf den Sport. Ich glaube, ich habe dann, muss mich überlegen, vielleicht 2-3 Jahre so daher trainiert, bisschen nach einem Trainingsplan, von dem man mal was bekommen hat oder sich was abgeguckt hat, schlussendlich aber nichts Bodybuilding-gerechtes quasi. Also viel zu wenig gegessen trotzdem, aber es wuchs nach und nach.
Und wie kam ich denn richtig zum Bodybuilding? Da war. Vielleicht bevor wir dahin kommen, nochmal so zwei kleine Nachfragen. Zum ersten, also du hast sozusagen wirklich hochklassig Fußball gespielt, weil du schon sagtest, du hättest damit vielleicht dein Geld verdienen können. Genau. Irre. Das heißt, viele junge Kinder, also ich bin halt Lehrer und ich habe sehr, sehr oft Jugendliche da, die halt wirklich davon träumen, irgendwann mit Fußball halt irgendwie Fußballstar zu werden. Die rennen schon mit den Trikots darum. Und du hättest vielleicht sogar fast die Möglichkeit gehabt und hast aber gesagt, nein, ich mache das, was ich liebe, worauf ich Bock habe. Das finde ich total geil gerade. Ja, natürlich nicht im Spitzenteam. Weiß nicht, ich war jetzt nicht beim Bundesligisten in der Jugendschule, sondern die Männer spielen jetzt momentan vierte Liga und da kann man ja schon gutes Geld verdienen. Ja, stimmt. Genau, und da konnte ich mich, da musste ich mich entscheiden und es fiel mir eigentlich relativ leicht. Die Coaches und alles, was da drum gehört, beim Fußball, die, mit denen habe ich noch ordentlich Gespräche geführt gehabt, weil die mich halten wollten. Kann ich mich heute noch daran erinnern. Aber ich habe mich dann wirklich nur für die Ausbildung entschieden und halt wirklich einfach auf den Sport. Wie alt warst du da, Genau. als du die Entscheidung getroffen hast, jetzt alles im Bodybuilding und die Ausbildung zu setzen? Noch nicht Bodybuilding, sondern einfach Kraftsport, ja. Fitness. Genau, da war ich 18, glaube ich. Okay. 18, ja. Ja, also quasi vor 9 Jahren. Und dann ging es los mit Bodybuilding. Etliche Jahre später. Wie viel hast du da zu dem Zeitpunkt, als du gesagt hast, du möchtest jetzt wirklich Bodybuilding machen, wie viel hast du da gewogen? Weil ich meine, wenn du als 58 Kilo Athlet, sag ich mal, würdest du nie auf die Idee kommen zu sagen, ich bin vielleicht jetzt gut genug für die Bühne oder so. Was ist in Ja. diesem Zeitraum schon bei dir passiert? Das kann ich dir haargenau sagen. Meine Off-Season war dann bei 74 Kilo. Okay. Und warum kann ich dir das haargenau sagen? Weil ich an dem Punkt war, dass ich halt meine ersten Idole hatte. Unter anderem sind wir auch, und wir sind heute immer noch gut befreundet, Tim Budesheim. An dem bin ich gekommen und habe ein Personal Training mit ihm absolviert. Und habe ihn den Werdegang quasi nicht so ins Detail gesagt, so wie ich es dir gerade gesagt habe, Ja. sondern er hat sich dafür interessiert. Und ich sagte dann halt, wo ich angefangen habe und wo ich jetzt stehe. Und dann hat er gesehen, wie ich trainiere. Und er meinte, du hast einen Ehrgeiz. Und das haben wenige. Talent haben viele, also gute Muskulatur, das bringe ich gut schon mit. Aber oft scheitert es an dem Ehrgeiz, an Disziplin, an Motivation. Und das hat er damals schon gesagt, und das weiß ich bis heute, ist in meinen Kopf eingebrannt. Ich sollte mal einen Wettkampf machen. So eine Newcomer-Meisterschaft. Ich meinte so, ja, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus. Er hat gesagt, kein Problem, ich helfe dir, wir machen eine Vorbereitung zusammen. Und das war natürlich für mich, von meinem Idol zu hören, dass er mit mir zusammenarbeiten möchte. Ja, Motivationslevel 1000. Ja. Glaube ich. Und dann bin ich nächsten Tag direkt ins Training mit einer komplett anderen Motivation und habe gesagt, okay, nächstes Jahr mache ich einen Wettkampf. Und bis dato war ungefähr noch ein halbes, dreiviertel Jahr Zeit bis zu meinem ersten Wettkampf dann. Ja. Genau, und da wog ich dann ja, 74 Kilo. In was für einer Ausgangslage, also wie war deine Körperstatur? Warst du eher so der, wie Roman Fritz immer, permanent Line-Typ oder warst du in dem Moment auch schon wieder ein bisschen, jetzt mal fluffiger? Ja, also ich hatte nicht viel Fett am Körper. Ich hatte noch zwar dieses berühmte Babyspeck, und weil ich Ja. noch nie eine Diät gemacht hatte, aber ich war nicht fett oder ich war halt auch nicht extrem muskulös. Ja. Ja. Und dann haben wir zusammen eine Vorbereitung gemacht, Tim und ich. Ja, das waren dann meine ersten Wettkämpfe, die ersten drei, die schon ziemlich erfolgreich waren. Junioren 1, also unter 75 Kilo bin ich ja dann gestartet. Ich glaube mit 70 Kilo oder so. Habe da den deutschen Vize-Newcomer gemacht. Die Berliner Meisterschaft habe ich gewonnen. Und diese Body Extreme Meisterschaft damals, die es dann noch gab, da habe ich entweder auch den zweiten oder dritten Platz gemacht, weiß ich nicht mehr genau. Genau. Und daraufhin
Weil die Saison schon so gut war, habe ich einfach weitergemacht. Tim hat es mir quasi schon vorweggenommen. Er meinte, okay, in einem Jahr starten wir wieder, nur mit 10 Kilo mehr Beef. Und gesagt, Ansage. okay, bin ich dabei. Ein Jahr später, 12 Kilo mehr Beef Wow. und Union 2 haben wir da gemacht. Ja, und auch da, ich muss kurz überlegen. Das war mein letztes Juniorenjahr. Da bin ich im Frühjahr gestartet und konnte da gleich in Union 2, also über 75 Kilo, den dritten Platz mir sichern, die Berliner Meisterschaft gewinnen plus Gesamtsieg. Das war die Frühjahrsaison. Und kurz nach der Frühjahrsaison fuhr ich zu Tim, dann saßen wir bei ihm im Garten, habe ihm auf die Schulter gehauen und habe gesagt, Tim, ich starte im Herbst nochmal. Und er meinte, er guckt mich an und meint, du bist bescheuert. Wir müssen dich erstmal auf die Weide stellen und also muss noch mal Beef rauf. Ja. Ich sage so, ja, machen wir. Wir haben jetzt 2 Monate Zeit für Offseason. Ja, gemacht, getan. Im Herbst wieder gestartet, 3 Kilo mehr. Und da den Junioren deutschen Vize geholt. Kriege ich es noch zusammen. Die Hessenmeisterschaft. Den zweiten Platz bei den Junioren sowie bei den Männern und habe dann zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft mitgemacht bei den Männern, aber Männer 2. Ja. Und das war mein einziger Wettkampf von den 16, wo ich nicht unter den Top 3 kam. Warst du im Finale oder auch Finale nicht gereicht? Finale auch nicht gerecht. Ich war Ja. einfach am Ende nur noch ausgelutscht. Ich wollte noch niemand mehr starten, weil ich so K.O. war von der Frühsaison, Herbstsaison. Das ganze Jahr Vollgas gegeben. Und da war ich einfach nur noch durch. Ja, du hast die Ich Klasse noch weiß gar nicht nicht. ausgefüllt. Wahrscheinlich warst du dann bei so 74 Kilo. Boah, ich weiß es noch nicht. Ja. Ja, also auf jeden Fall war es schon echt wenig. Und ich war auch nur noch dünn. Wusste, ich konnte essen, was ich wollte. Da ist nichts mehr voll geworden. Weil der Zeitraum schon so extrem lang war über das Jahr. Genau. Ja. Wie ging es Das weiter? war jetzt, erstmal die Juniorenjahre, 3 Juniorenjahre bei Tim Gutesheim. Dann gab es den Umzug von mir von Brandenburg nach Hamburg. Komplett neues Umfeld und 2 Jahre Offseason. Und 2019 entschloss ich mich, eine Vorbereitung zu machen. Wieder mit Spontan. Tim oder mit wem anders dann? Dort mit Florian Riemschneider, der kommt auch Ja, aus Hamburg, kenne ich. kennt Genau. er, genau, auch bekannt. Ja, wir sind gut befreundet, mit denen habe ich eine Vorbereitung gemacht, spontan, und die auch wiederum sehr erfolgreich war. Also, da waren die Platzierungen, die Bamberger Meisterschaft, dann gleich den zweiten Platz gemacht. Die Rheinland-Pfalz habe ich gewonnen, ersten Platz. Die Berliner Meisterschaft den zweiten Platz, aber da brauchte ich mir nur eine Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. Ja, und die deutsche Meisterschaft eine Woche später habe ich dann gewonnen. Die Männer 3. Weg, ja. Mit 84 Kilo. Also auch da hatte ich noch ordentlich Puffer, aber trotzdem haben die 84 Kilo ausgereicht mit der Linie, die ich habe. Und das Bild habe ich noch vor Augen, ganz genau. Wie kam es dazu, dass du mit Florian zusammengearbeitet hast und von Tim weggegangen bist? Warst du mit Tim nicht mehr zufrieden oder einfach, weil es regional besser gepasst hat? Genau, das zweite Regional hat es einfach besser gepasst. Ich habe Tim auch angerufen in dem Jahr oder kurz vor der Vorbereitung und meinte, pass auf, ich möchte starten wieder. Nur dieses Mal nicht mit dir. Ne? Also auch gleich eingesehen, weil es einfach von der Entfernung so extrem krass war. Ja. Ich wollte jemanden direkt vor Ort haben und das hat mir Florian halt geboten. Und was mich halt schlussendlich mega überzeugt hat von ihm, war einfach die extreme Motivation, die er hinter seinem, ja, wie er hinter seinem Coaching steht. Jeder, der Florian kennt, weiß auf jeden Fall, wenn es zu den Wettkämpfen geht, er ist so euphorisch dabei,
Er sieht kein Links und Rechts mehr, ist so bei den Athleten dabei. Also auch da, ja, sehr zu empfehlen auf jeden Fall. Menschlich, aber auch coaching-technisch. Ja, jetzt bist du allerdings ja bei Dwayne Cole, komme, richtig? Korrekt. Und hast mit ihm jetzt auch deine erste NPC-Saison gemacht. Das wäre jetzt nämlich, glaube ich, der nächste Schritt. Wie kam es mit der zu der Zusammenarbeit, bevor wir jetzt erstmal gleich auf den NPC-Wettkampf zu sprechen kommen? Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Dwayne? Da müssen wir nochmal zurückrudern ins Jahr 2017 bei den Junioren. Und ich weiß nicht mehr, welche Meisterschaft das war. Ich glaube, die deutsche Junioren im Frühjahr. Wir standen hinter der Bühne und es ging quasi bald los. Ne? Dann war da so jemand, so ein Dwayne, der mit einer unfassbar guten Linie da stand. Und er hat Berliner. So, sein Berliner Slang, weil er kommt ja er kommt aus Berlin. Und da ich aus Brandenburg komme, habe ich genau diesen Dialekt wie er. Und so haben wir uns kennengelernt. Ich meine, Mensch, woher kommst du denn? Ja, Berlin. Ach, lustig. Ich komme gleich von da und da. Und wir haben quasi nebeneinander gewohnt, Ach wenn was. man so will. Also nebeneinander meine ich, es war nicht mehr viele Kilometer entfernt, ne? Ja, klar. So. Aber ja, wir haben uns auch gleich super verstanden. 2017 zusammen auf der Bühne gestanden. Da bin ich, wie gesagt, entweder bin ich der Zweite oder Dritte geworden. Ich weiß nicht mehr, ob Frühjahr oder Herbst. Und Wayne war kurz hinter mir, also entweder Vierter, Fünfter, irgendwie so. Ich weiß nicht mehr, kriegst du nicht mehr so zusammen. Ja, und seitdem an sind wir gut befreundet, sehr gut befreundet und standen immer in Kontakt über die Jahre. 2020, kurz überlegen, ja, 2020 im August, rief ich ihn an, kurz nach seiner Shop-Eröffnung, die er hatte bei sich in Gummersbach, rief ich ihn an und meinte, du, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit und ich will nochmal aus der Off-Season richtig viel rausholen. Hättest du Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Dwayne war Feuer und Flamme und hat nicht eine Sekunde gezögert und meinte, machen wir auf jeden Fall. Wir starten am besten gleich morgen. Er hat richtig Bock drauf. Ja, und das ist mir so extrem wichtig und kann ich jedem auch nur empfehlen, der dir zuhört, wenn man sich einen Coach sucht, der nicht Feuer und Flamme ist. Also der muss natürlich nicht sich nicht rund um die Uhr bei jemandem melden, aber der muss Bock haben auf den Athleten, Bock haben auf das Drumherum, auf die Wettkämpfe und ja, nicht, dass man den überreden muss, dass er bei dem Wettkampf dabei ist. Ja, das muss er eigentlich, ein guter Coach muss Ehrgeiz genug haben, um zu sagen, habe ich Bock, komme ich auf jeden Fall mit, gar keine Frage. So, und das ist Dwayne. Ja, das ist, er war jetzt auch in der letzten Saison überall dabei. Ja, Für diejenigen, die genau. jetzt nur zuhören, man sieht gerade richtig, wie du strahlst, während du darüber redest. Ja. Also auch bei dir scheint irgendwie das Feuer dann entflammt worden zu sein. Ich frage mich halt nur so ein bisschen, da du auch von Florian sehr positiv überzeugt warst, wie es denn halt dazu kam, dass du von Florian weggekommen bist. Es war nach der Saison 2019, haben wir uns entschlossen, also wir haben klar und offen darüber geredet, dass wir nur die Vorbereitung zusammen machen, Ach so, okay. weil die Off-Season habe ich bisher immer alleine gemacht. Ja, trainingstechnisch, ernährungstechnisch, da wollte ich mich nicht an unseren Plan halten, weil ich noch nicht so professionell war, würde ich mal behaupten. Und ich will halt, eine Diät ist schon lang genug, da hältst du dich an jedes einzelne Detail. Ja, klar. Und da wollte ich einfach in der Off-Season nicht mehr, ja. Oh, jetzt war der Bildschirm weg gerade. Nee, du bist wieder. Ui. Okay, sehr gut. Muss gleich mal meinen Akku anschließen hier. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Dass ihr die Da wollte ich. Diät zusammen gemacht habt, aber die Off-Season, da wolltest du einfach dann keinen Plan haben Ja, und mal für dich wieder arbeiten. genau. Richtig. Ja. Ich Und kann auch verstehen, dass du zu so Dwayne kommt. gegangen bist. Also ich hatte mit Dwayne auch schon eine Podcast-Folge. Wer die noch nicht gehört hat, jetzt bitte mal anklicken Ja. und reinschalten da. Super sympathischer Typ und ich kann genau das wiedergeben, was du auch meintest. Ich habe ihn auch 2017 live auf der Bühne gesehen.
Ja. Die Linie ist unfassbar krass gewesen. Ist natürlich jetzt aber auch ein witziger Move, als jemand, der besser platziert war als Dwayne, zu ihm zu gehen und sagen: Hey, Digga, coach mich mal. Ja. Wie kam es, wie Das gesagt, hat. dazu? Also, ich meine, ihr wart befreundet und du hast, er hat sicherlich Ahnung. Möchte ich gar nicht ihm abstreiten. Auch doch, glaube Ja. ich, unter Patrick Thuor noch einiges gelernt damals. Aber wie kamst du dazu, jemanden, der hinter dir war, sozusagen auf der Bühne, zu fragen: Hey, kannst du mich coachen? Ja, wie kam das eigentlich? Also, ich kann es dir noch nicht mal mehr sagen. Ich hatte einfach, weil wir einfach gut befreundet sind. Und ich wusste, dass Patrick Thuor einfach ein sehr, sehr, sehr guter Coach ist. Nur, ich habe mir auch oft die Gedanken gemacht, mit wem ich meine nächste Vorbereitung machen möchte. So, und Patrick Thuor in diesem Sinne war einfach, der war mir einfach zu weit weg. Ja, und genau das Feuer würde ich in ihm niemals sehen, weil er irgendwo in der Schweiz oder wo auch immer lebt, oder in Frankreich, da würde ich niemals so dieses Feuer bekommen von ihm, wie ich es von Dwayne bekomme. Und da Dwayne, wie du auch schon gerade sagtest, einfach mega gutes Wissen hat und sehr, sehr viel gelernt hat über Patrick Thuor, über Pläne etc., war mir egal, ob ich denn direkt Patrick Thuor habe oder Dwayne. Wobei Dwayne einfach naheliegender war, weil es menschlich einfach auch super gepasst hat. Ja, wir haben uns teilweise mal 3 Monate nicht gehört, wo wir noch nicht gecoacht haben. Wir haben uns 3 Monate nicht gehört und ich rief ihn an und wir haben genau da weiter gesabbelt, wo wir letztes Mal aufgehört haben. So, und was ich damit sagen will, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ja, schön. Ja. Und ihr werdet sicherlich auch die nächsten Jahre noch weiter zusammenarbeiten. Denn das, was man so gesehen hat, eigentlich auf Social Media, es war wie so ein Dream Team. Ihr seid da wie nicht nur als Coach und Athlet, sondern auch wie wirklich dicke Kumpels zu den Wettkämpfen gefahren und habt das wirklich live und emotional zusammen erlebt. Und ich glaube, das passt Ja. einfach. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht und das schreibe ich sofort. Was halt auch, was ich mega finde bei Dwayne, unabhängig, dass die Pläne super sind, die er mir geschrieben hat, dass er einfach alles angeschlagen hat, so wie er es gesagt hat. Ich bin abends ins Bett gegangen mit, ich sag mal so, mit 94 Kilo, 2 Tage vorm Wettkampf und er sagt, du stehst morgen früh auf mit 87,8 Kilo. Ich stehe früh auf und hatte 87,8 Kilo. Verrückt. So. Also, es war mehrmals wirklich so und ich dachte, woher weißt du das? Ich habe ihn angeguckt, ich sehe, bist du, was bist du? Was machst du hier? Und es war wirklich so. Und das nicht nur einmal, so dass man sagen kann, ja, war ein Zufallsding. Nee, er hat genau alles genau so gesagt, ja, ja, also hervorgesagt, wie es kam. So, und das Thema Gesundheit ist halt bei ihm an erster Stelle. Und Woran machst du das Bodybuilding wissen fest? wir. Im Was macht Bodybuilding wissen Dwayne wir anders als alle. andere Coaches? So. Entschuldigung. Ja. Er arbeitet auf jeden Fall, ich weiß nicht, anders als andere Coaches kann ich dir noch nicht mal so beantworten. Ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, mit Tim und Florian zum Beispiel. Dass Dwayne halt unglaublich viel hinterher ist, was Blutbilder angeht, was Gesundheitsdaten angeht. Das hatte ich noch nie so, dass jemand sich so darum kümmert und sich sorgt quasi. Auch einfach, wenn ich ihn um, jeder, der mich kennt und meine Stories verfolgt auf Instagram, weiß, dass ich ein sehr, sehr, sehr früh wach bin, immer ein Frühaufsteher bin. Und dass ich früh 4:30 Uhr mein Cardio mache. Wenn ich ihm da schon geschrieben habe, eine Vorbereitung, da hat er teilweise 20 Minuten später geantwortet. Ja, wenn ich gesagt habe, du hier irgendwie Kreislauf ist ganz schön im Arsch, gut, dann kam gleich eine Nachricht, okay, mach Cardio heute gar nicht, du bist eh hart genug. So, lass mir weg heute. So. Wo du denkst, so, mein Gott, ich kann jetzt den Cardio nicht weglassen. Nee, Gesundheit geht davor. Solche Sachen zum Beispiel. Ja. Und ja, im Bodybuilding wissen wir auch alle, um was es geht, inwiefern man da nachhilft oder nicht.
sich ihm selbst überlassen. Aber ja, auch das, da sind wir beides Freunde von einer homogenen Art und Weise. Alles klar. Ja. Wie sieht denn so ein Training nach Dwayne aus? Sind das wirklich auch die Prinzipien von Tour, dieses SST oder dieses sehr dichte Trainingsvolumen, oder lässt du dir da freie Hand? Wenn du das jetzt hörst, ich gebe dir Brief und Siegel, er lacht gerade sehr, sehr laut, weil jeder, der mich auch da kennt im Training, immer hohes Volumen. Ich fahre ein sehr, sehr hohes Volumen. Ich mache teilweise, wenn eine Übung mir so gut liegt, auch in der Diät, und das kann auch eine Woche vor dem Wettkampf sein, mache ich dann noch Hackenschmidt 8 Sätze. Okay. Ja, also was ich damit sagen will, ich bekomme keinen festen Trainingsplan von Dwayne. Das ist halt, möchte ich auch nicht, weil ich mein Training selber gestalten möchte, wie es, ja, was mir Spaß macht, wie Ja. es mir Spaß macht. Und das ist der einzige Faktor. Ich esse irgendwas, was mir nicht schmeckt. Eiklar, ja, zum Beispiel. Das haue ich mir runter irgendwie. Eine Idee, weil es funktionieren muss, aber das Training muss mir Spaß machen. Weil wenn mir das keinen Spaß mehr bringt, dann fehlt irgendwann die Motivation dazu. Und fehlt die Motivation dazu, siehst du keinen Sinn mehr darin. Und dann entsteht ein Stresslevel in deinem Kopf, und ja, und alles läuft eigentlich den Bach runter anstatt nach oben. Ja, das ist gerade so, so, so wichtig, weil irgendwie habe ich gerade gefühlt, momentan geht es nur noch darum, was ist der beste Split, Push-Pull-Beine, Hit oder Volumen. Und die Leute Ja. zerbrechen sich gerade den Schädel über einfach so eine Bro-Science oder Science, einfach um, anstatt sich mal zu hinterfragen, was macht mir eigentlich wirklich Spaß, worauf ich eigentlich wirklich Bock. Und dann quälen die Leute sich dahin und trainieren nach Skala X und planen Split Y, weil der unter das Science-Based herausgefunden hat, dass das Beste ist. Und nach einem halben Jahr haben sie keinen Bock mehr. Ja. Machen keinen Progress, und es stimmt einfach. Ja. Auch das Thema, was du gerade angesprochen hast mit Progress, ich weiß es manchmal gar nicht. Ich weiß gar nicht, welches Gewicht ich letzte Woche benutzt habe. Ja. Vielleicht sogar mehr, vielleicht auch weniger. Vielleicht habe ich mehr Wiederholungen gemacht, auch weniger Wiederholungen. Ich glaube, Bizep Curl mache ich seit 3 Jahren mit demselben Gewicht. So. Aber es wächst. So. Und Du gehst ja hin und der gibst eine, alles. so ist es. Wenn der Muskel kaputt ist, dann ist er kaputt. So, also erschöpft. So sehe ich das. So macht mir das am meisten Spaß. Ich kann zum Beispiel nicht mit einem Logbuch ins Training gehen, um mir Sachen aufzuschreiben. Das würde mich zum Beispiel extrem nerven, und vor allem in der Diät. Ja, wenn ich nach jedem Satz mich da hinsetzen müsste und sehe, oh Scheiße, jetzt bist du schlechter als letzte Woche. So, Das macht ja. doch viel mit einem, glaube ich. Ich habe es mal ausprobiert. Ich komme darauf nicht klar. Ne, das ist, da setze ich mich selber unter Druck. Versuche wiederum mehr Gewicht bei Kniebeugen zu schaffen. So, heute war aber ein scheiß Tag, und so, heute habe ich mehr gearbeitet, mehr gelaufen, habe Stress in meinem Kopf mit irgendwas, mit irgendjemandem. Ja, also womit kannst du schon mal nicht das Level bringen, was du letzte Woche geschafft hast. Also bist du schlechter. Dann gehst du aus dem Gym und sagst zu dir, jo, du bist schlecht heute. Aber hast du einen geilen Punkt und hast eine coole Übung bei gehabt, wo du einfach richtig Vollgas gegeben hast, dann gehst du raus mit einem guten Pump und sagst, heute war ein geiler Tag. Ja, So, stimmt. scheißegal. Scheißegal, wie das Gewicht war. Ja. Ich bin relativ dicke mit Enrico Hoffmann, und bei dem ist genauso. Wenn man mit dem trainiert, dann ist scheißegal, ob was jetzt welches Gewicht. Hauptsache 15 Wiederholungen ballern und es muss sitzen. Ne? Ja. Und ich glaube, ich mein, guck dir Enrico an, guck dir dich an, und dann guck dir ganz viele von diesen Logbuchleuten an. Ich glaube, irgendwo gibt euch der Erfolg recht, wenn ihr einfach genau das tut, was euch Spaß macht, und einfach, wie du auch schon sagst, das, was Tim in dir gesehen hat, ne? Mit Feuer, Leidenschaft trainiert und euch im Training einfach zerlegt. Dann wird man schon Ja, irgendwas wachsen. so ist es. Dann isst man noch ein bisschen was dazu, Ja. und dann soll das genauen. Genau, schläft vielleicht Ja. noch ein bisschen länger als du, Ja. und dann passt das. Ja, genau. So, Ja. das nächste, was ich ansprechen wollte, ist nämlich, du bist dann ja bei der William Bonner Klasse gestartet, Classic gestartet, und ganz, ganz knapp an der Pro Card gescheitert.
Magst du uns mal über Genau. deine letzte Saison ein bisschen auf dem Laufenden halten? Was war deine, es war deine erste NPC-Saison, oder? Ja, richtig, genau. Erzähl mal, wie ist die gelaufen? Ganz gut. ich wurde auch da mal wieder zurück. Es fing im Juni 2021 an. Da rief ich Train an und sagte: So, ja, Offseason ballert gar nicht mehr. Ich komme mit dem Gewicht nicht hoch. Ich habe irgendwie keine Motivation mehr im Training. Also, ich habe kein festes Ziel und ich brauche wieder ein Ziel vor Augen. Lass uns mal einen kleinen Cut machen. Lass uns mal einfach eine Diät machen. Irgendwie so 4, 5 Wochen quasi vor dem Wettkampf. Ja, so eine Form erreichen. Ein Wettkampf, Hat er der noch gesagt, gar nicht cool. da war, der hätte ich einfach so einen Zeitpunkt X, den ich vorgestellt habe. Oder gab es Das schon einen war Wettkampf, wo einfach. ihr daraufhin trainiert habt? Nee, gar kein Wettkampf. Also komplett gar kein Wettkampf. Ich habe auch gar nicht geguckt. Ich wollte auch gar keinen Wettkampf machen. Ich wollte wirklich nur einen Cut machen, weil ich einfach dachte, ich bräuchte einfach noch ein bisschen mehr Beef. Ja, für NPC, weil der Sprung dahin, fängt ja quasi wieder bei Null an. In Deutschland wusstest du, okay, Deutsche hast du gewonnen. Du kannst gut mithalten in Deutschland. Aber wie ist jetzt international? Ja, was ist, wenn die ganzen Ostblock-Leute da kommen? Dann stehst du da und mit dem süßes Gewicht so. Ich habe mich noch nicht so bereit gefühlt. Also haben wir einfach eine Diät begonnen. Und die lief halt wiederum so gut die ersten 6 Wochen, würde ich sagen. Sodass sie dann Train wieder angerufen hat und sagte: Mensch, ich glaube, es läuft ziemlich entspannt und dafür sehr gut. So. Er sagt: Ja, weil wir nicht den Stress haben im Kopf, dann und dann ist ein Wettkampf. Wir machen jetzt einfach eine Diät. Er hat gesagt: Ja, wollen wir nicht mal gucken nach dem Wettkampf? Ja, lass uns mal morgen nochmal telefonieren. So. Rief er einen Tag später an. Und dann haben wir ein bisschen rumgeguckt auf der NPC-Seiten, welche Wettkämpfe dann stattfinden im Oktober. Jetzt war ich, glaube ich, durcheinander gekommen. Macht nichts. Nicht Juni 2020, sondern 21 war das ja, genau. Juni 21 und was sind da für Wettkämpfe im Oktober, November, Dezember rum. Dann haben wir uns einen rausgesucht, Pro Qualifier in Polen, in Warschau. Und dann ging es ein bisschen ernster los. Ja, dann haben wir schon mit einem klaren Ziel hingearbeitet für Warschau NPC. Die lief auch Bombe, also Gewicht ging irgendwie nicht runter. Ich habe in der Zeit so eine gute Qualität noch aufgebaut und generell Muskulatur, dass ich meine Diät begann mit 102 Kilo, ziemlich verwässert und dick. Und ja, ich war lange, lange, lange Zeit bei 94 Kilo mit einer Bombenform, die schon wettkampfmäßig so war, dass man sagen kann, ja, nur noch entwässern und dann geht schon fast los. Und da konnte ich halt sehen, dass die Pläne von Dwayne zu 1000% angeschlagen haben. Ja, und die Ernährung, ich konnte so viel essen wie noch nie in der Diät, aber ich habe weiterhin trotzdem Fett verloren und Muskulatur aufgebaut. Das war halt richtig crazy und habe halt gesehen, das passt nicht nur menschlich, sondern er weiß halt wirklich, was er da tut. Ja, irgendwann war es soweit, Oktober 21, fuhren wir nach Polen und haben dort die NPC Pro Qualifier mitgemacht. Da konnte ich den dritten Platz mir sichern. Männer 3, also unter 90 Kilo, habe mich eingewogen mit 88, glaube ich, um den Dreh. Sehr flach und bin dann halt irgendwie so gestartet, halt wirklich auch mit 89 Kilo. Was wir daraus gelernt haben, war auf jeden Fall, dass ich noch ein bisschen flach war. Also wir hätten ruhig noch mehr lagen können. Also, aber wie gesagt, das war der erste Wettkampf international, war der erste Wettkampf mit Dwayne und
Da musst du natürlich auch erstmal sehen, wie weit können wir gehen, wie steuern die Kohlenhydrate bei meinem Körper an. Mit welchen Kohlenhydraten und. Ja, Platz. 3 Wochen später wollte ich in Kopenhagen starten. Auch wieder Pro Qualifier. Habe ich eine Woche ein bisschen entspannter gemacht, weil ich halt die Form saß. Ich hätte nicht mehr viel machen müssen. Wollte mich also eine Woche nach der Polen mich anmelden in Kopenhagen. Habe alles gebucht, Ferienwohnung, Mietauto. Der dritte Schritt war dann die Anmeldung beim Wettkampf. So, und da konnte ich sehen, dass meine Klasse nicht mehr verfügbar war. Und da brach halt ein bisschen so eine kleine Welt so in mir zusammen, wo man halt nun über 3, 4 Monate Diät macht. Und dann macht man ja, also ich mache auf jeden Fall nicht keine Diät nur für einen Wettkampf. Nee, So, klar. jeder, der mich kennt, ist da, weiß, ich nehme am besten 4, 5 Wettkämpfe mit. Ja, es hieß quasi, die Klasse war voll oder sind voll, die Bodybuilding-Klassen, was natürlich extrem ansehnlich für den Wettkampf war, dass irgendwie 27 Pro-Cards verteilt wurden auf allen Klassen und die Männerklassen nochmal gesplittet sind und da 5 Kilo, also 80, 85, 90 Kilo. Ja, okay. Und deswegen haben da halt so viele auch mitgemacht und deswegen war es schon so früh ausverkauft quasi. Oder voll die Klassen. Ein paar Tage später haben wir dann halt geguckt, was können wir noch machen. Und dann sind wir auf den Entschluss gekommen, wir machen im Dezember, also von dem, wo ich mich anmelden wollte, 5 Wochen später, die Willem-Bonner Classic mit. Also musste ich lange zwischen Polen und Willem-Bonner Classic 6 Wochen, wo wir wieder einen Off-Season-Plan gemacht haben, 3 Wochen lang. Da sind wir ordentlich hochgegangen, wieder mit Kohlenhydraten. Ja, und auch da in den 6 Wochen konnte ich irgendwie, fragt Wayne, wie er das gemacht hat, keine Ahnung. Also ich hatte auf jeden Fall mega viel Bock auf Training wieder, und weil die Form einfach bombastisch war. Hat einfach Spaß gemacht. Hab ja demnach viel trainiert und habe ich irgendwie Muskulatur aufgebaut. Was? So, Dwayne hat mich auch angeguckt und meinte, was passiert mit dir? Ja. Ja. Ja, es war halt so, dass ich einen Tag vor der Waage zu Willem-Bonner Classic noch 94 Kilo hatte. So, und ich war aber schon Endstufe, es war schon hart. Ne? Ja. Ich habe den einen Tag vor der Waage 20 Stunden oder 20, 22 Stunden nichts getrunken. Und sporadisch mal gegessen. Also er hat gesagt, ich kann immer wieder ein bisschen Hähnchen essen, ein bisschen Tatar, ein bisschen Gemüse dazu. Muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich es dir mal gesagt habe. Ich habe so gut wie gar nichts gegessen. Ja. Ich wollte einfach mit dem Gewicht runter. Und wir mussten halt nicht nur unter 90 Kilo kommen, wir mussten auf 88 Kilo kommen. Warum das Ganze? Weil ich eine super Idee hatte und ich dachte, einen Doppelstart machen zu müssen. In ganz normal, meine Klasse, Bodybuilding unter 90 Kilo. Ja. Und die Klassik Physik. Ach du So. Scheiße. Ja. Ja, wir haben uns angeguckt, haben das mit international verglichen, was da so rumgeschwirrt ist, zum Beispiel in Rumänien. Da ist zum Beispiel einer Profi geworden, Klassik-Physikathlet, der halt aus wie ein Bodybuilder, ja. Der war einfach knüppelhart und halt muskulös. Und schon, ja, gut, das kann ich auch. So. Und deswegen mussten wir auf 88 Kilo. Ja, gemacht, getan. Mit kurz vor der Waage noch eine Dreiviertelstunde Cardio auf Intervall. Also da hatte ich Scheiße. dann halt schon 24 Stunden locker nichts getrunken und ein bisschen Hähnchen gegessen.
Kreislauf war aber immer noch gut und ich wusste nicht, ich habe dieses Intervalltraining gemacht und ich wusste nicht, woher ich diese Kraft nehme. Ja. Ja, im Kopf war ich natürlich Matsch, aber die Motivation war auch da so heftig, dass ich trotzdem wirklich mein Cardio gemacht habe. Und nach dem Cardio, ich habe extra die Waage mit ins Gym genommen, meine eigene Waage. Habe mich ausgezogen und dann habe ich mich da aufgestellt und die Waage hat wirklich angezeigt 87,9 Kilo. Oh. Und das war okay. Jetzt halbe Stunde bist du Waage fahren. Das darf nicht hochgehen, das Gewicht. Dann kam ich da an. Klassik Physik ist ja Waage plus Größe. Und er wog, er hat mich gemessen mit, er hat mich auf jeden Fall kleiner gemessen. Ja, So, dass ich nur scheiße. 85 Kilo wiegen durfte. Ich sage so, nee, 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 nee. Messen wir nochmal. Hat er mich nochmal gemessen? Ich habe mich ganz groß gemacht. Ich glaube, ich habe so viel Wasser verloren beim Cardio, dass ich irgendwie kleiner geworden bin. Ich habe mich auf jeden Fall Nein. ganz groß gemacht, dass ich wirklich 1,76 hatte. Und gewichtstechnisch war dann genau dasselbe Gewicht wie im Gym, 87,9 Kilo. Also hast du einen Doppelstart gemacht. Ja, genau. Oder Okay. 88, ich Ja. weiß gar nicht mehr, was ich habe. Nee, 88,9. 89 wäre schon zu viel gewesen, genau, 88,9. Und dann durfte ich den Doppelstart machen. Ja, der Wettkampf war dann 2 Tage später. Und ja, dann haben wir auch keinen Sport mehr gemacht. Dann ging es wirklich nur ans Lagen, weil ich so flach war. Ja, das glaube ich. Wir haben Und von teilweise hart nochmal dann. 6 Kilo wegnimmt, dann ist man ja durchsichtig gefühlt. Ja, genau. So. Ja, und dann haben wir so viel gelernt, also wirklich jede Stunde Reis gegessen, Süßkartoffeln, Reis, Süßkartoffeln, immer im Wechsel. Ich habe keine Ahnung, wie die Mengen waren. Am Ende 1200 Gramm Reis, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie viel Süßkartoffeln. Plus in der Nacht nochmal aufgestanden, weil ich wieder abgenommen habe. Ja. Also da ging es wirklich nur Essen, 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 ausruhen, 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 Essen. Ja, Klassik Physik. Wie war es am Wettkampftag? Erstmal war die Klasse rappelvoll. Ich Ja. glaube 18, 19 Teilnehmer. Und im Allgemeinen die Athleten, die dort vor Ort waren, waren alle super in Form. Ja, jeder, also manchmal hat man ja so, dass man, wo du denkst, so, okay, die zwei haben da gar keine Diät gemacht. Das war gar nicht der Fall. Ja, da war wirklich jeder gut in Form. Und ich war dann tatsächlich im ersten Callout und dachte so, Mensch, ist ja für Just for Fun mitmachen, Klassik Physik. Ist ja gar nicht schlecht. Und ich stand ganz lange auf dem zweiten Platz, also ja, direkt neben Center. Und dachte mir so, okay, wenn du jetzt weiter wirst, das ist echt eine lustige Nummer. Ja, aber am Ende wurde mir dann gesagt, dass ich dann abgewertet wurde, weil halt die Judges wollten halt nicht diese Härte sehen und ich bin einfach zu doll bodybuilding. Das haben dann mehrere Leute mir bestätigt. Aber für mich war es einfach mal so zu gucken, weil ich halt eine dünne Taille habe, aber trotzdem breit obenrum bin und die Klassikposen gut kann, inwiefern ich da mithalten kann oder wo es für die Zukunft auch hingeht. Ja. Im Amateurbereich auf jeden Fall wurde gesagt, zu hart, zu muskulös und passt nicht. Ja. Konnte ich mit leben, Wie viele bist du weil geworden ich dann? hatte, ich glaube, Siebter oder so haben die mich Okay. gesetzt. Ja, wie gesagt, konnte ich mit leben. Ich hatte aber so ein extrem gutes Bauchgefühl an dem Tag und wusste, dass noch irgendwas Gutes passiert heute. Also habe ich mich hinten wieder hingelegt, habe einmal die Hose gewechselt. Ja, und habe dann ein bisschen geladen, Beine hochgelegt. Und ich glaube, 3 Stunden später kam dann meine Klasse, Bodybuilding unter 90 Kilo. Ja, dann ging es los. Auch da, ich war, glaube ich, 9 Teilnehmer. Und auch sogar der 9. hatte Streifen im Arsch. Also das war, habe ich noch nie erlebt, dass jemand, dass die Klasse so gut in Form war wie in Amsterdam. Ja, aber das habe ich mir relativ
habe ich schnell für mich gesichert, so die Klasse, Ja. weil ich stand im Center und ich stand halt die ganze Zeit im Center, also auf dem ersten Platz. Und da wurde nur von zweiten und dritten gewechselt und dritter und vierter Mal. Und ich stand halt die ganze Zeit im Center. Und kann was Gutes sein, muss er ja aber nicht, schlussendlich. Aber ich hatte echt ein extrem gutes Gefühl. Und das haben mir alle anderen bestätigt. Also als ich von der Bühne runterkam, haben dann gesagt, okay, es sah so aus, als wäre ich in der falschen Klasse. Weil einfach, man konnte so denken, okay, entweder sind die anderen meine zwei Athleten und du meine drei, oder alle anderen meine drei und du meine vier. Und auch da konnte man wieder sehen, dass einfach alles zu top 100% angeschlagen hat, was Dwayne sagte. Ja, immer wieder geladen, ausgeruht. Und ich war einfach die Bestform, die ich von allen 16 Wettkämpfen hatte, hatte ich in Amsterdam bei Dwayne. Also das, was er in Polen, wo er noch vorsichtig war mit dem Laden, hat in Amsterdam wirklich perfekt geklappt. Und im Nachhinein hätte man sogar noch ein bisschen mehr laden können, sagte er. Ich sage so, aber Dwayne, Wäre nicht dieser Sponsorenzeit reingegangen. kommt auch noch. Ja. Ja, das außerdem. Oder dann wäre es für mich, wo ich sage, so kopftechnisch so viel zu essen kurz vor dem Wettkampf ist schon Ja. echt crazy. Glaube ich. Ja. Aber das war echt, also ja, jeder, der sich das mal angucken möchte, kann mal auf mein Insta gehen, Insta-Profil. Da habe ich ein cooles Bild mit William Bonnack. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und was er da zu mir sagte. Du hast aber gerade noch angesprochen gehabt, kurz vor der Profikarte Genau. stand ich dann. Ich habe die Klasse gewonnen. Und da war das erste Aufeinandertreffen mit William Bonnack und er sagte zu mir, dass ich eine sehr, sehr geile Linie habe, mit anderen Worten natürlich, und ihm die sehr, sehr gut gefällt. Und er ist gespannt auf Gesamtsiegerstechen. Ja, dann gab es das Gesamtsiegerstechen, was natürlich richtig, richtig, wirklich richtig gut war. Ich wollte meine Klasse gewinnen, alles andere wäre on top gewesen. Ja, Ja. ich hatte niemals gerechnet, dass ich damit gerechnet, dass ich im Favoriten der ja im Gesamtsiegerstechen wäre. Es gab sehr, sehr viele Vergleiche. Wir haben immer mal wieder ganz oft die Rückenansicht immer wieder wiederholt. Ich glaube, vier, fünf Mal. Und ich wusste halt nicht, an was es, also, wen wollen die sehen, wen vergleichen die? Ja. Ich weiß auf jeden Fall, der Rücken ist ja meine Stärke. Und dachte mir, ja, ich ziehe einfach durch, ne? Mal gucken, wo die Reise hingeht. Deswegen konnte ich. Oder muss ich mich da nicht verstecken? Ja, was ich aber im Nachhinein jetzt weiß, dass es ein Gesamtsiegerstechen war zwischen den Männer vier Athleten und meiner Wenigkeit. Ja. Ja. So wurde es mir gesagt. Ja, das Einzige, was die Judges angemerkt hatten, war leichte Bauchkontrolle, also die muss ich wenn ich von Rückenpose nach vorne gehe, mehr darauf achten, dass ich den Bauch drinnen lasse. Dachte ich, hätte ich gemacht. Anscheinend habe ich da zwei, dreimal ein bisschen Bauch hängen lassen. Muss ich natürlich dran arbeiten, ja. Deswegen habe ich da auch nachgefragt, habe das angenommen. Hat Dwayne mir auch bestätigt, dass ich da einmal nicht den Bauch so unter Kontrolle hatte. Ja, und ich hatte oder habe immer noch war die OP nicht, an meiner rechten Brust so eine leichte Gynämastie und die muss halt entfernt werden. Und das wurde halt auch angemäkelt. Ja. Ja. Konnte ich natürlich in dem Moment nicht mehr ändern oder in der Vorbereitung. Nee, klar. War halt nur blöd, dass ich es hatte und der andere nicht. Meinst du, Ja, sonst hätte es auf jeden gereicht für die Fall. Profikarte? Nein, auch nicht. Okay. Weil
Ich bin, also ich gönne ihm das vollkommen und aus meiner Sicht ist er der, der die meisten Chancen schon oder mehr Profi ist als ich. Der hat eine super Linie, der hat, bei ihm passt auch alles perfekt. Ist ein super Typ. Er ist Holländer gewesen oder ist immer noch Holländer. Meisterschaft war in Holland und er hat dann den Tag Geburtstag. Also Okay, ich gönne okay. ihm das. Ich gönne ihm das, Hat alles gepasst an dem aber Tag. genau. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich selber habe mich auch noch nicht so gesehen, dass ich da Profi werden kann oder soll, weil einfach ich würde zum Beispiel meine Beine noch dicker bekommen, jetzt in der nächsten Offseason. Wenn die passen, wo ich sage, so, okay, da jetzt fühle ich mich profitechnisch soweit, dann kann das gerne so kommen. Ja, und das Das war auch das, nehme was ich dann auch gerne. William zu dir meinte, ne? Das wolltest du noch erzählen. Genau. Ja, also das wirklich, er ist ein Fan von mir, von der Linie her. Und wir haben uns halt lange unterhalten. Und er hat gesagt, wenn du dieses Jahr wiederkommst, dann sollte es eigentlich ganz gut sein und passen, dass ich da die Karte auf jeden Fall mitnehme. Weil die Linie und das Ästhetische, das Posen, die Härte, die Streifen überall sind halt schon Profi-Niveau. Nur die Beine, da muss ich noch mal ein bisschen dran arbeiten. Aber das ist eine Sache, die man leicht machen kann, sagte er. Ja. Und wenn William Genau. Bonack das sagt, dann das heißt, du wirst nächstes Jahr auf jeden Fall wieder auf der William Bonack Classic starten mit dickeren Beinen und das Ding dann hoffentlich rocken. Ja, mal sehen, wo, wie gesagt, jetzt steht erstmal demnächst die kleine OP an, nach der oder in der Erholungszeit. Wenn das vernünftig erholt ist, alles und ich frei bin im Kopf und alles, wenn mein Körper wieder sagen kann, jetzt kannst du Gas geben, dann machen wir den Aufbau und wir sehen mal dann weiter, wie schnell wir vorankommen. Da ist auf jeden Fall dieser Projekt Beine. Und wenn die dann so sagen oder das Train sagt, okay, hat sich auch nicht was getan, weil ich selber sehe es in der Regel nicht, dann können wir auf jeden Fall die starten. Wenn es dies Jahr noch ist, dann dies Jahr. Ansonsten überhaupt keinen Stress, machen wir halt nächstes Jahr. Ne? Klingt vernünftig. Ja. Die Ja. Frage kommt wahrscheinlich auch dann öfter, wenn du das auch schon angesprochen hast. Die OP, die bezahlt die Krankenkasse wahrscheinlich nicht, das heißt wahrscheinlich aus eigener Tasche, richtig? Richtig, genau. Was kostet sowas? Kann bis zu 3.000 Euro kosten. Also wenn man Halleluja. beide Seiten macht, ne? Ja, Wenn aber du hast es nur auf man beide einer. Seiten macht. Ich habe es nur auf einer, etwas stärker, auf der anderen Seite leicht. Aber wenn ich schon dabei bin, Du machst gleich beides. wenn, genau, weil das ist halt eine Sache, wurde mir so gesagt, die schnell geht, aber die auch schnell, wenn es vernünftig gemacht wurde, sehr schnell regeneriert ist, dass man so in 3, 4 Wochen wieder gut brusttrainieren kann. Okay. Und von Wie daher. finanzierst du das Ganze? Weil ich habe auf, ich meine, verfolge dich so ein wenig auf Instagram, aber mir ist gar nicht bewusst, was du beruflich eigentlich machst. Was arbeitest du oder bist du Fulltime Bodybuilder? Das wäre schön. Dann hätte ich auf jeden Fall mehr Zeit da. Nee, ich arbeite ganz normal, also 40 Stunden die Woche im Logistik-Lagerbereich. Ja, wir verschicken da Kinderspielzeug und alles, was so um das Thema ja, Spielzeug, Sommerware wie Pools etc. geht. Ja. Arbeitest du bei Patrick? Ja, genau. Ah, Also witzig. er war da mal, Ja. ne? Also er ist dann nicht mehr in der Firma aktiv. Aber durch ihn bin ich da reingekommen, genau. Ah, interessant. Cool. Ja, das ist nämlich, finde ich, etwas sehr Faszinierendes bei dir. Du bist nicht nur ein sehr ambitionierter Amateurathlet mit Profiambition, der den Bodybuilding-Lifestyle lebt und liebt, sondern du arbeitest auch noch Vollzeit und hast ein kleines Kind. Und Genau. ich glaube, bist dieses Jahr, letztes Jahr Vater geworden, korrekt? Letztes Jahr, ja, im Juni. Und das heißt, du hast in der Vorbereitung ein kleines Kind zu Hause gehabt, was dir wahrscheinlich auch die Nächte nicht gerade lange hat, dich lange hat schlafen lassen in den Nächten. Ja.
Wie hast du das alles auf die Kette bekommen? Magst du uns mal ein bisschen aus dem Alltag erzählen, wie es war, als gerade frisch gewordener Vater mitten in einer Wettkampfvorbereitung zu stecken und wie du das alles managen konntest, alles unter den Hut bringen konntest und vielleicht auch deinen Schlaf bekommen hast? Also was ich sagen kann, dass ich im Allgemeinen sehr wenig schlafe. Ja, also ich auch so jetzt komme ich auf 5 Stunden Schlaf. Ich weiß, es ist viel zu wenig, aber teilweise fühle ich mich nach 5 Stunden Schlaf fitter als nach 8 Stunden. Von daher, das ist gar nicht mal so das große Problem. Ja, wie habe ich das auf die Kette bekommen? Dazu muss ich sagen, meine Frau ist vollkommen zu Hause, also ist in Elternzeit und hat, muss ich einfach so sagen, 90% vom Allgemeinen voll übernommen. Ja, also wenn der Kleine nachts wach wird, ist sie da und kümmert sich darum, weckt ihn, sodass ich dann wirklich auf den Schlaf noch komme, weil um 7 stehe ich dann halt auf Arbeit. Und in der Vorbereitung war es so, dass um 4:10 Uhr mein Wecker geklingelt hat, so Espresso getrunken und ab aufs Cardio-Gerät. Ja, und danach ging es dann zur Arbeit. Ja, leider, muss ich leider so sagen, war in der Vorbereitung, war ich nicht so viel zu Hause, sodass ich mich vollkommen auch mit darum kümmern kann. Deswegen jetzt auch die Erholungszeit, dass ich sage, dass ich Samstag komplett gar nicht trainiere und wirklich nur zu Hause bin oder ein paar Erledigungen machen muss. Oder ja, dass ich da jetzt ein bisschen Zeit aufhole. Aber ansonsten, wenn ich unterstützen kann, immer, ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Aber ansonsten, ja, muss ich einfach so sagen, dass da komplett meine Frau den Kleinen mit versorgt hat. Haben sich da die Prioritäten dann bei dir jetzt groß geändert? Weil man hört ja immer so, wenn so ein Kind auf die Welt kommt, ich bin leider noch nicht Vater oder bin momentan kein Vater, wenn so ein Kind auf die Welt kommt, dass sich dann irgendwie auf einmal alles ändert und man die Welt mit ganz anderen Augen sieht. Inwieweit haben sich jetzt deine Prioritäten, was Bodybuilding, was sicherlich damals oder auch immer noch ein Riesenstellenwert in deinem Leben ist, verändert? Und daran anschließend vielleicht auch gleich die Frage, gerade bei dem, was so im letzten Jahr mit tatsächlich vielen Open Bodybuilding passiert ist, nämlich dass viele verstorben sind aufgrund von Medikamentenmissbrauch. Ändert sich auch da deine Sichtweise so ein wenig, dass du sagst, vielleicht muss man den Sport mal ein bisschen hinten anstellen? Habe es natürlich alles mitbekommen, dass einige Wettkampf- oder Profisportler nicht mehr am Leben sind und einfach ganz, ganz, ganz schrecklich und spontan die Meldung reinkam, dass sie verstorben sind. Klar denkt man darüber nach. Ja, gar keine Frage. Das war damals schon so, 2017 war ich gerade im Gym in der Vorbereitung und Dennis McCarver verstorben. Dachte, um mir zu erzählen, wieso, was, wie geht das? Ne? Also von heute auf morgen. Heutzutage bin ich ein bisschen schlauer und weiß ein bisschen Hintergrundwissen und wie das, ja, was da für Mengen für eine Rolle spielen. Klar, denkt man darüber nach. Aber ich weiß halt auch, dass ich als Amateurathlet um Himmels Willen noch nicht so weit bin wie die, Ja, klar. was die Menge angeht. Und von daher, ich habe drüber nachgedacht, aber auch schnell abgehakt. Ja. Weil, wie gesagt, das Thema Gesundheit bei uns, bei mir sehr im Vordergrund steht. Und sobald irgendwas nicht so hinhaut, so und du merkst, okay, irgendwie spielt dein Körper hier gerade wilde Faxen und du kennst es nicht, sofort kontrollieren lassen. Ja, aber schlussendlich Gedanken gemacht, ja, aber einfach weitergemacht. Okay. Das Genau. heißt also nicht so, dass du sagen würdest, du hast jetzt ein Kind und dann war es das mit dem Abenteuer Bodybuilding, sondern du versuchst deine Leidenschaft noch weiter irgendwie unter einen Hut zu bringen mit dem Familienleben. Ja, richtig, genau. Das ist immer noch ein großer und wichtiger Teil in mein Leben. Aber natürlich muss man einfach so sagen, dass also Familie ist das, was immer bleibt. So, ne? Und es gibt immer so Phasen im Bodybuilding, so wie jetzt in der Erholungsphase.
oder in einer Verletzungsphase, wenn man sich irgendwas gerissen hat, etc., muss man ja aufgrund der Verletzung pausieren. Du kannst nicht mehr trainieren. Also wenn man jemanden, einen Menschen, den Bodybuilder, die Muskulatur nimmt, die ja dann sichtlich zurückgeht, sieht man am Ende, was bleibt so und welcher Charakter bleibt. Welcher Charakter, wie unterscheidet dich mit 20 Kilo mehr Muskelmasse oder mit weniger Muskelmasse? Was bist du da für ein Mensch? Bist du immer noch derselbe Mensch wie mit der Muskelmasse oder nicht? So, und so ist das denn quasi, so sehe ich das denn. Was ist, wenn der Bodybuilding-Lifestyle nicht mehr ist irgendwann? Was ist? Bleiben immer noch deine Freunde, deine besten Freunde und deine Familie, dein Vater, deine Mutter, deine Oma, beziehungsweise deine eigene Familie. So. Und das muss halt jeder immer vor sich behalten, finde ich, vor Augen halten. Weil oft sieht man nach den ersten Wettkämpfen, die vielleicht erfolgreich waren von den Athleten, geht die Nasenspitze mal ziemlich schnell nach oben. Das sieht man im Gym, aufgrund, ich lasse das Gewicht jetzt drauf, zum Beispiel, was arrogant rüberkommen kann, oder sich was für was Besseres hält. Und das finde ich halt, warum? Ja, also egal welche Erfolge du hast, ob Profi oder Amateur oder ob welche Sponsoren du hinter deinem Rücken hast. Ja. Das ist halt, der Mensch bleibt immer noch derselbe Mensch. Und das ist das Gute, was ich aus, von mir sagen kann. Bei mir hat sich nie irgendwas geändert. Und das sage ich nicht nur von mir, sondern das bekomme ich als Feedback, ja, von den Mitgliedern aus dem Popeye, da wo ich trainiere, in Hamburg oder halt über Social Media. Warum auch? Ja, warum soll sich da irgendwas sich verändern? Das ist Quatsch. Das ist auch etwas, was mir extrem bei dir aufgefallen ist. Du scheinst in dieser Szene, die ja irgendwie dann doch so teilweise fast schon so eine Daily Soap-Szene geworden ist und irgendwie Beef in der Tagesordnung steht, extrem gut vernetzt und auch beliebt zu sein und eigentlich mit jedem gut klarzukommen. Also man sieht halt sehr, sehr oft, dass du irgendwie Gäste bei dir am Popeye hast, mit denen du zusammen trainierst, sei es mal ein Chris Kall oder jetzt heute auch der Christoph Krebs, der bei dir war. Und du scheinst halt irgendwie auch sehr geerdet zu sein, einfach mit diesen Menschen dann gut auszukommen und ein umgänglicher Kerl zu sein. Und was du auch gerade sagst, ist, was bleibt im Endeffekt, sind Familie und Freunde. Ja, und du hast anscheinend auch eine Frau, die dich bei dem, was du tust, komplett unterstützt, dir den Rücken frei hält. Und das finde ich ist sehr schön zu sehen, dass es anscheinend noch so Charaktere in dieser Szene gibt, die teilweise sehr falsch wirkt, die halt irgendwie sich noch auf diese Werte zurückbesinnen können. Vielleicht da anschließend noch gleich eine nächste Frage. Wie schätzt du denn die Lage in dieser Szene ein? Also bin ich da recht der Annahme? Ich höre es halt sehr, sehr oft, dass diese Szene halt wirklich eine, ja, recht falsche Szene ist, wo jeder da auf seinen eigenen Vorteil aus ist und einfach nur im Gespräch sein möchte. Weil du scheinst es ja irgendwie hinzukriegen, mit den guten Leuten Kontakt zu halten. Ja, also schlussendlich, ja, vorwegzunehmen, ich habe eigentlich niemanden, nicht eigentlich, ich habe mit niemandem ein Problem in der Bodybuilding-Szene. Es gibt immer viele, die sprechen viel, die reden viel hinter den Rücken. Vor dir sind sie deine Best Friends, so auf denen. Spüre ich sehr häufig, ja, muss ich sagen. Habe ich auch lange mit Dwayne schon drüber geredet. Ja, also Dwayne teilt dieselbe Meinung wie ich und ist halt auch menschlich total auf dem Boden geblieben, egal was war, was ist. Er sieht sich nicht für was Besseres oder. Ja, wie sehe ich die Szene im Allgemeinen? Also, ich denke, du hast es schon gut auf den Punkt gebracht. Jeder denkt da schon viel an sich selber. Muss gucken, vielleicht wurden der ein oder andere damals gepusht von jemandem Größeres im Social Media Bereich, ist da hingekommen und hat jetzt Tausende von Follower und viel Reichweite und ist ansehnlich. Aber wenn es darum geht,
jetzt jemanden zu unterstützen oder auch vielleicht in dem Bereich nachzuholen, ne, zu pushen, dass er auch vielleicht mehr Erfolg hat, passiert in der Regel so gut wie gar nicht. Ja, da denkt halt wirklich jeder an sich, an seinen Stellenwert, wo steht er, welche Sponsoren hat er oder sie, das ist ja nicht nur mal er, ja. Frauen wie Männer. Ja, also ich mache eigentlich immer mein eigenes Ding. Ich trainiere auch immer alleine, also ich habe keinen festen Trainingspartner. Wie du auch schon richtig gesagt hast, ich habe öfter gerne mal und ja, ich habe gerne Gäste mal im Training, so wie heute. Mhm. Und das freut mich natürlich, ja, dass die Leute auch gerne zu mir kommen und Tipps annehmen. Aber die sind dann meist auch immer sehr positiv erschrocken, dass ich einfach so normal, also ich normal. So, ich, warum sollte ich anders mich präsentieren als jemand anders? So, ne? Mhm. Nur weil ich andere Wettkämpfe gewonnen habe oder andere Sponsoren habe, als der mir gerade gegenübersteht. Warum soll man sich da anders gehen? Und da sind sie positiv eingestellt immer und sagen, ja Mensch, es kommt genau so rüber, wie es auf Instagram, wie man dich da sieht und kennt. Mhm. Und das finde ich natürlich schön, das will ich verkörpern. Ich will niemals von mir hören, dass ich arrogant sei oder abgehoben. Ja. Ja. Lieber kleinere Brötchen backen. So ist es. Ja. Auf jeden Fall. Ist das auch der Grund, warum du dir jetzt einen regionalen Supplement-Sponsor geangelt hast? Ich meine, glaube, du warst auch schon mal bei ESN. Zumindest hattest du mal einen Code bei ESN, richtig? Ja, richtig, genau. Und jetzt bist du aber, glaube ich, bei einem Hamburger Unternehmen, was relativ unbekannt ist, noch gelandet. Genau. Wie kam es dazu? Wieso bist du von der großen, großen Firma ESN, die ja gefühlt gerade den deutschen Fitnessmarkt flutet, weg zu diesem dann doch recht kleinen regionalen Sponsor? Ja, dazu muss man sagen, dass zwischen ESN und Gym Nutrition jetzt 2,5 Jahre mhm. Pause liegen, glaube ich. Ja, klar. Und ich hatte 1,5 Jahre auch mal absolut gar keinen Sponsor. Mhm. Ich habe mich voll zurückgezogen, was Social Media technisch anlag. Dann wurde zwischendurch mein Account gehackt, musste wieder bei Null anfangen. Und da hatte ich keine Motivation mehr, irgendwie wieder neu irgendwas hochzupushen. Und ich hatte halt auch keinen Content, war halt auch nicht, war nicht in der Idee, war nicht relevant für die Szene, war irgendwie weg. So, ne? Ganz kurz, ist es nicht krass, wie schnell das geht? Dann ist man mal nicht in Prep und lädt mal irgendwie einen Monat nichts hoch und schon ist man uninteressant. Nicht nur nichts in Prep, sondern einfach mal kein Social Media. Ja. So, ne? Aber es ist doch irre, wie schnell man da verschwindet. Da habe ich mit Dwayne auch drüber gesprochen, auch mit Enrico. Ich meine, Enrico ist jetzt gerade ein bisschen raus mit allem und auf einmal ist er irrelevant in der Szene. Und vor einem halben Jahr war noch die große deutsche Hoffnung, ne? Ja, das stimmt. Ja. So. Sorry, aber, da sieht man, aber da sieht man dann zum Beispiel, wer trotz alledem hinter dir steht. Also ob du dann einen Sponsor hast, die dann immer noch viel von dir halten. Ja. Auch wenn du mal nicht so ein Content sein kannst oder nicht die Muskeln hast, die du vor einem Jahr hattest vielleicht. Das ist halt, ja, was dann wiederum bleibt. Ne? Mhm. Bleibt denn auch der menschliche Charakter bei den Sponsoren oder bleibt dann wirklich nur zu sagen, okay, er bringt uns keinen Gewinn mehr, kicken wir ihn. Ja. So. Und dann wird aus einem familiäres Umfeld eventuell ein wie jeder andere. Ja, so. Ja, klar. Genau. Aber wie kam's dazu? Wie gesagt, 1,5 Jahre keinen Sponsor gehabt. Ich habe dann, viele haben gesagt, mach du erstmal wieder eine Prep und dann kommt alles von alleine. So, wie man dich kennt, wird die eh wieder erfolgreich werden. Und ich sage, ja, mal gucken, ne? Wohin die Reise geht. Tatsächlich hatte ich dann nach der Saison eine Vielzahl von Sponsoren und Sponsoring-Anfragen,
die Angebote lagen von bis und ich habe mich teilweise mit gewissen Sponsoren persönlich getroffen, hatte Telefonate, über manche nur geschrieben. Und was für mich auch wiederum da wichtig war, wie bei Dwayne als Coach, dass jemand an meiner Seite ist, der greifbar ist, mit dem man immer reden kann, wo ich schnell eventuell vor Ort bin, um persönliche Sachen zu klären. Jetzt ist der Akku schon wieder gleich leer. Verrückt. Das geht auch schnell hier. Kurz nochmal Saft geben. So. Ja. Und natürlich nach erfolgreichen Wettkämpfen und da dann mein Social Media dann doch auch wieder stark gestiegen ist, was die Followerzahl anging und die Reichweite, konnte ich halt gut pokern. Und daraufhin, die Jungs von Gym Nutrition haben mir von Anfang an ein super Gefühl gegeben, haben mir gezeigt, dass ich nicht einer von vielen bin. Und die haben mir von ihren Projekten erzählt, von ihren Projekten, die inwiefern sie sich steigern wollen in den Produkten, neue Produkte entwickeln wollen, mit neuen Geschmäckern und haben mir die Chance gegeben, komplett das gesamte Sortiment einmal durchzutesten. Cool. Ja. Und das fand ich schon mal eine richtig loyale und korrekte Nummer von den beiden, dass sie mir die Chance gegeben haben, zu sagen, okay, wäre das für mich was oder nicht? Weil es, und da bin ich wirklich ehrlich, es bringt mir überhaupt nichts, ein Eiweiß zu trinken, das mir überhaupt nicht schmeckt. Ja, klar. Ja, wo du einfach mit nicht dahinter stehst. Und ja, auf jeden Fall kamen wir da sehr schnell aufeinander, haben uns einmal getroffen. Menschlich passt es super. Angebotstechnisch war es wirklich on top und dann habe ich mich auch relativ schnell entschlossen, zu Gym Nutrition zu gehen und mit dem das Projekt zu starten. Klingt für mich so ein bisschen, dass du so wie so ein Bauchgefühlsmensch bist. Das heißt, bei dir muss es irgendwie passen, du musst dich wohlfühlen, sei es mit deinem Coach oder sei es mit deinem Sponsor jetzt, es muss irgendwie sich gut anfühlen. Stimmt das? Total, ja, das stimmt. Nur wenn aus der Vergangenheit habe ich oft mitbekommen, ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört und es ging nach hinten los. Und darauf habe ich mir mal geschworen, du hörst nur noch auf dein Bauchgefühl. Das sagen dir von 50 Leuten 25 so und 25 so. So, und was willst du jetzt machen? Willst du jetzt auf die 25 hören oder auf die 25 hören? Ja. Schlussendlich bleibt dann dein Bauchgefühl und wo fühlst du dich am Wurzeln und auch wer hat am meisten Bock auf dich und auf deine Zukunft mit den Projekten, mit dem, was du erreichen möchtest. Wo hast du am meisten auch Nutzen davon? Weil, so wie die Firma oder auch du. Ja. Und dann blieb die Vielzahl wirklich klein von den Sponsoren. Und jetzt bin ich Schimmeltischnadiz. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Vielleicht kannst du zu dem Zeitpunkt auch nochmal ganz kurz sagen, bei welchen anderen Firmen du unter Vertrag bist, also welche anderen Sponsorverträge du hast, welche Kooperationspartner und wie man dich dann in dem Moment auch unterstützen könnte, falls man sagt, Mensch, den Dennis, den mag ich, der ist bodenständig, den möchte ich unterstützen auf seinem Weg. Wie kann man dir da ein bisschen unter die Arme greifen? Ja, sehr gern. Also alle Codes findet ihr auf meinem Instagram-Profil im Linktree. Aber auch nach der Saison kam unter anderem Planet Meat dazu. Da bin ich auch mega zufrieden damit. Und jeder Bodybuilder weiß, was es hier geht. Fleisch kostet immer viel Geld. Und ich bin einfach mega happy, im Team zu sein. Da könnte ich mich auf jeden Fall, wer möchte, supporten auf jeden Fall. Bei Koro, wer Koro nicht kennt, ist so eine Art Drogerie. Da bekommst du von bis alles von
Ja, ich bin so ein Mandelmus-Lover und da gibt es auf jeden Fall zahlreich von Erdnussmus, im Allgemeinen getrocknete Früchte, Öle, hochwertige Öle. Ja, auch ein wirklich riesen Dank geht da an und liebe Grüße an Jakob nach Berlin. Da bin ich bei Nordsport untergekommen und da fühle ich mich ja auch absolut wohl. Ja, Bauchgefühl, auch da kommt es wieder durch. Ich feiere die Klamotten extremst. Die Philosophie dahinter, es ist ein kleines Team, noch ein relativ kleines Unternehmen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es in Zukunft stark wachsen wird, sehr stark wachsen wird, weil immer wieder sehr gute Athleten und Influencer reinkommen ins Team. Und also bisher kann ich wirklich nur sagen, sind alle auch bodenständig. Die wissen, was sie da tun und sagen. Und ich konnte leider noch nicht alle persönlich kennenlernen, aber unter anderem halt von Jakob ist wirklich ein Ehrenmann, wenn der dir ein Wort gibt, dann hält er das auch. Ja, das ist absolut klasse. Und da freue ich mich auch mega, bei Nordsport im Team zu sein. Ja, genau. Und zu guter Letzt habe ich eine Kooperation mit Cookies, Factory Wesel. Ja, auch da, jeder, der mich da so kennt, ich bin so ein Süßigkeiten-Freund. Am liebsten halt Kuchen und das passt am besten. Also Cookie mit dicken Teller drin, passt schon. Mal Ja, bist du ja bestens abgedeckt. Supplements, Klamotten, gute Lebensmittel und gutes Fleisch sowie Süßigkeiten Ja. für den hohlen Zahn mal zwischendurch. Ja, richtig. Ja, hätte ich mir vorher niemals ja, zum Träumen gewagt. Ne? Ja. Die Saison war sportlich sowie Social Media technisch sehr erfolgreich für mich. Aber wie gesagt, ich habe da auch nicht irgendwie gebettelt, dass da ich irgendwo hinten reinkomme. Klar wünsche ich jeder einen guten Sponsor hinter sich zu haben. Dass es jetzt so gekommen ist, wie es kam, freut mich enorm. Aber trotz alledem auch da, jede Bestellung schätze ich so, so sehr. Ich sehe da nichts, was selbstverständlich ist. Wenn ein Paket von Fleisch kommt, wo man einfach 200 € spart, zum Beispiel, das schätze ich enorm, egal ob es die erste Bestellung ist oder die 50. Weil es einfach, ich halte es in der Hand und denke mir so, Wahnsinn. Ja, du hast noch vor kurzem, hast du geguckt, wo sind am meisten die besten Angebote, wo kannst du Geld sparen, bei Supplementen etc. Und jetzt hast du wirklich die volle, ja, wie soll ich sagen, den vollen Status so zu haben, dass du die Produkte for free bekommst. Das ist natürlich schon schön. Dennis, es sei dir gegönnt. Und um den Bogen auch nochmal zu spannen, wer hatte gedacht, dass dieser 58-Kilo-Athlet, der sich ein Probetraining bei Tim Rubesheim bucht, dann plötzlich hier sitzt, darüber nachdenkt, nächstes Jahr vielleicht nochmal die Pro-Card anzugreifen und wirklich von allen Seiten gut abgedeckt und versorgt wird. Es sei dir gegönnt. Ich kannte dich vorher nicht wirklich richtig gut und auf mich wirkst du einfach wie wirklich ein bodenständiger Kerl, der weiß, wo seine Wurzeln sind, der weiß, was wirklich wichtig im Leben ist und dem ich halt auch wirklich jeden Erfolg gönne. Von daher, es sei dir gegönnt, Dennis. Vielen, vielen Dank. Danke schön. Freut mich auf jeden Fall zu hören. Dankeschön. Und ich danke dir auch für deine Zeit und ich denke mal, da haben wir einen ganz guten Abschluss jetzt auch zusammengefunden. Ich bin gespannt, wo deine Reise hinführt. Ich denke mal, mit Dwayne hast du den richtigen Mann an deiner Seite, mit dem habe ich mich auch sehr, sehr gerne unterhalten. Es war ein tolles Gespräch. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder in diesem Podcast, vielleicht auch mit einer Profikarte in deiner Hand. Würde mich Sehr freuen. gern. Hätte ich nichts dagegen. Alles klar, Ich bin Dennis. nächstes Mal dabei. Dann bleib du bitte noch eine Sekunde drin, damit ich mich gleich noch verabschieden kann. Und euch, liebe Bildungselite, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie gesagt, wenn ihr Dennis unterstützen wollt, dann geht einfach mal auf seine Instagram-Seite, Dennis Friedrich. Ne? Und Friedrich Dennis. bitte. Friedrich Dennis. Ja, werde ich auf jeden Fall in Dankeschön. den Shownotes verlinken. Klasse. Und auch da könnt ihr dann über seinen Code Dennis10 bei genannten Sponsoren einkaufen. Spart ihr ein bisschen was und ihr unterstützt einen guten Hamburger
Amateur-Bodybuilder, soon to be Pro-Bodybuilder und tut euch damit auch was Gutes. Also bleibt gespannt, bleibt wissbegierig, bis zur nächsten Folge. Haut rein und macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.